Eine Chemotherapie ist eine Antitumortherapie, die meist aus mehreren Medikamenten besteht, die in der Regel, sage ich jetzt mal, über die Vene appliziert wird. Die Chemotherapie ist eine Systemtherapie. Das heißt, sie wirkt nicht speziell lokal auf einen Ort, sondern sie wirkt auf den ganzen Körper. Das macht natürlich dann auch die systemischen Nebenwirkungen aus, zum Beispiel Haarausfall. Das heißt, die Chemotherapie wirkt auf die Haarzellen, sie wirkt aber auch auf die Tumorzellen, also eine klassische systemische Therapie, die wir in der Onkologie brauchen, weil viele Tumoren nicht an einem Ort lokalisiert sind, sondern Tumorzellen auch in den Lymphgefäßen vorhanden sind oder in den Blutgefäßen oder in anderen Organsystemen wie beispielsweise der Leber. Das heißt, es würde nichts nützen, einen Darmtumor nur zu operieren in manchen Fällen, wenn auch in der Leber Absiedelungen sind, aber durch die Chemotherapie erreichen wir praktisch den ganzen Körper.